Heldburg, im südlichsten Zipfel unseres Landes. Ein Stück Heimat, ein besonderes Grenzland. Realität seit über 35 Jahren. Da drüben ist Bayern, regiert von einem gewissen Franz Josef. Wir brauchen diese Grenze, auch deshalb. Es muss Frieden bleiben. Alltag im Heldburger Ländle. Guten Morgen, na, was bringt euch Schönes? Noch jede Menge Pakete. Jede Menge Pakete, ja. Erstmal die Briefpost entgegennehmen, alles schön gelegt, wie immer, das ist fein. Können wir gleich dann wieder stempeln. Wir haben also wirklich, kann man mit Fug und Recht sagen, eine große Gemeinsamkeit. Im persönlichen Leben, sowohl auch in Durchführung unserer verantwortlichen Aufgaben. Was richtig ist, muss richtig bleiben. Auf dem Standpunkt stehe ich. Man kann nicht einfach gedenken, ach, das tust du jetzt immer so managen, das geht nicht. Was recht ist, muss recht bleiben. Also in erster Linie sicher die Staatsgrenze, die Grenztruppe. Aber ohne die Grenzbevölkerung, ohne die vielen freiwilligen Helfer der Grenztruppe, ohne das Zusammenwirken mit den Kräften der deutschen Volkspolizei, ohne die Hilfe und Unterstützung der örtlichen Organe, der Partei, wären wir also nicht in der Lage, alleine die Staatsgrenze zuverlässig zu sichern. Also manchmal hätte vielleicht den Eindruck, dass sich in so einem Gebiet, das vielleicht so abgegrenzt ist, etwas sich nicht vollziehen würde. Na, das spürt man in jeder Hinsicht, dass die Bevölkerung gegenüber der Grenztruppe und auch der VB sehr offen und sehr hilfsbereit ist. Kompanie Stillgestand. Zur Lage. Mit verstärkter gegnerischer Tätigkeit ist im gesamten Bereich zu rechnen. Ich befehle, die Kompanie eingesetzt im Abschnitt mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche und Provokation auf das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik nicht zuzulassen. Major Sauerbier, Kompaniechef, Grenzer seit 1958. Immer vor Dienstantritt Vergatterung. Die hohe Verantwortung für die Sicherheit unserer Grenze täglich neu bewusst werden lassen. Das ist ihr Sinn. Der Vorgesetzte muss ein gutes Verhältnis zu seinen Unterstellten haben. Hat er das nicht, ist er nicht in der Lage, unter allen Bedingungen die Staatsgrenze zu sichern. Und das Verhältnis schafft er sich nur, indem er also den Unterstellten als Soldaten und als Menschen betrachtet. Er muss also für die kleinen Probleme der Unterstellten ein offenes Ohr haben. Im Abschnitt gilt offenes Ohr allein der Pflichterfüllung. Genosse Kiso, früher Grenzer, heute Zivilbeschäftigter in der Kompanie, bekennt sich. Von der Überzeugung aus und von den Gewohnheiten, was man 27 Jahre sich angewohnt hat, und das steckt da noch drinne, ist man nach wie vor noch Grenzer. Wenn man auch nicht in Uniform, aber im Gedanken und auch die Reaktion auf bestimmte Dinge, schalten wir sofort zurück
Und dann zu den Zeiten, wo man in Uniform gestanden hat. Bei der Jugend sieht man das auch. Ne? Meine Enkel, zwei, der Junge ist 6 Jahre, das Mädchen wird morgen 3 Jahre. Ne? Wenn ich mit denen spazieren gehe durch die Ortschaft und fährt ein Grenzauto vorbei, das ist das Erste, bleiben die Kinder stehen und winken den Grenzer zu. Ne? Ja? Und das ist auch für die Soldaten eine Freude. Wenn die sehen, dass die jungen Kinder, ne, die Jugendlichen, also ein bestimmtes Gefühl haben, die wohl hingezogen fühlen zu den Soldaten. Ne? Und wehe dem, es winkt der Soldat nicht. Da sagt nachher dann sagt Papa oder Opa, die haben mich wohl nicht gesehen. Und ich sage, der hat vielleicht keine Zeit, als Kraftfahrer kann er nicht winken, muss nach vorne gucken. Ne? Ja? Also das ist sehr, sehr, mich bewegt das immer so sehr, wenn ich das sehe. Ne? Die Kinder dazu sich freuen, wenn die Soldaten vorbeifahren, die winken von Weitem schon, hier siehst du, da sind die Grenzer wieder. Es sind viele, die nicht mit ausrücken, die ihr's tun an anderer Stelle. In vorderster Linie die Grenzer. Melden Sie. In der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr, Anfahrt von 3-1 VW Bus DGS aus Richtung Höhe 311 zur Anfahrtstelle Gemeindeholz, führen dort normale Beobachtung durch, setzen sich die angegebene Zeit in Richtung Höhe 311 wieder ab. NRW-Meldung. Meldung empfangen. Beobachten Sie weiter Höhe 311. Richtig empfangen. Der Auftrag hier ist also in erster Linie die Sicherung. Zuverlässige Sicherung der Staatsgrenze unter allen Lagerbedingungen. Und es darf also, muss also, darf also nicht so aussehen, dass sich hier in dieser Richtung bei der Sicherung der Staatsgrenze Routine einschleicht, da Routine ein gefährlicher Feind bei der Sicherung der Staatsgrenze ist. Wenn Genosse Sauerbier vor Routine warnt, weiß er natürlich, dass zum perfekten Erfüllen der Aufgaben ein gut Stück Routine nötig ist. In Entscheidungssituationen kann man keine langwierigen Debatten führen, weder mit anderen, geschweige mit sich selbst. Unsere Heimat, keinen Fußbreitboden für Provokateure. Kein Hektar darf unbestellt bleiben. Ja, darf man in Ordnung. Und wo arbeiten Sie da heute? Ja, an den langen Berg hinten links, ganz hinten in den Eck. Ganz oben links. Ja, ist gut, geht in Ordnung. Sag Bescheid, dann können Sie durchhandeln. Gut. Sie stellen sich dieser Aufgabe, nehmen sie an. Der LPG-Vorsitzende Genosse Wiegand, geschätzter Fachmann in der Landwirtschaft. Walter Götz, Mechanisator, Brigadier. Ein jeder Kollege von mir in der Brigade genau die Arbeit verrichtet wie ich. Und die werden auch von uns, von Vorsitzenden verlangen, dass wir eine einwandfreie Arbeit durchführen. Und wenn man das von mir verlangen kann, dass ich abends noch, also noch ein paar Stunden Dienst machen für eine freiwillige Helfer der Grenztruppen, und dann kann ich es auch von meinen anderen Kollegen verlangen. Wir schätzen den Bewusstseinsstand unserer Bäuerinnen und Bauern sehr hoch ein, gerade hier bei uns im Grenzgebiet. Ja. Und was hier wir von Walder sagen können, unterstreicht das noch einmal, dass das eben, naja, ich muss sagen, ein gewisser Punkt aufs I ist. Dass wir nicht nur darüber reden, unseren Beitrag zu leisten für die Sicherung der Produktionsaufgaben und für Grenzsicherung, sondern das auch aktiv unterstützen, aktiv mitarbeiten. Und
ich muss schon auch sagen, der Walter ist einer unserer bewährten Mechanisatoren. Nicht wahr? Und so viel ich weiß, auch ein bewährter Grenzhelfer. Ja, das ist also auf jeden Fall richtig so. Ja. Ich sage, die Arbeiten nehmen uns ja keiner ab, nicht? Und die müssen wir auch durchführen, auch wenn es schwierig ist. Es ist genau wie die grenztätigen Kontakt. Da muss er auch zur Grenzbevölkerung, zur Kompanie, also der muss aufrechterhalten bleiben, weil wir ja als freiwillig helfende Grenztruppen die Person in unserem Bereich jedem bekannt ist. Und wir sofort von Häcksler, weil wir ja ziemlich hoch sitzen, gleich die, jede fremde Person, die im unteren Arbeitsbereich sich bewegt, haben wir das praktisch sofort erkennen. Ja, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir gemeinsam mit unseren Grenztruppen diese Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion zu lösen haben. Wir haben einen beträchtlichen Anteil unserer Nutzfläche im Schutzstreifen. Und das unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht, das ist ganz klar. Das sehen wir ein, das sehen auch die Grenztruppen ein. Und dann kann es an und für sich nur ein Miteinander geben. Walter, Bauer, Kumpel, Grenzhelfer seit über 20 Jahren. Einer von denen, die das Miteinander organisieren, in Bewegung halten, der ehemalige Grenzergenosse Fiedler. Bürgermeister und Grenzhelfer. Oder umgekehrt. Das lässt sich nicht trennen. Der Feierabend sieht ihn oft unterwegs. Ausgehend von der Aufgabenstellung des Kompaniechefs für den Monat November geht es heute in unserer Beratung festzulegen, die Aufgaben für jeden einzelnen freiwilligen Händler der Grenztruppen in unserem. Viele Bürger im Grenzgebiet nutzen ihr Recht. Erfüllen ihre Pflicht, die Sicherheit unseres, ihres Landes zu bewahren. Die Wachsamkeit auf unserem Territorium herzustellen, dabei mit Unterstützung aller Bürger die Frage der Grenzsicherung, vor allem im Schutzstreifen, im Vordergrund unserer Tätigkeit zu stellen. Bier brauen im alten Brauhaus, wie zu Urgroßvaters Zeiten, lebendige Tradition. Mit dabei Bürgermeister Fiedler. Diese Aktivität steht nicht unbedingt in seinem Funktionsplan. Spaß muss sein. Bier muss sein. Dienst ist immer. Tag und Nacht, Sommer und Winter. Bei 30 Grad im Schatten, bei Regen. Eben Dienst mit all seinen Anforderungen. Auf jeden Fall in jeder Lage ausgeglichen sein, nicht hektisch reagieren. Man muss ja mit allem rechnen. Sollte doch mal, dass es zu einer Lage kommt, darf man nicht irgendwie hektisch reagieren. Es könnte böse Folgen haben. Sie kennen die Gefährlichkeit Ihres Gegners. Postenführer Gefreiter Manfred Heidecke. Postenführer Gefreiter Michael Wagner. Das leibliche Wohl wird nicht vergessen. Postenbrote. Im Abschnitt gibt es keine Imbissstube. Aber was ist entscheidend? Es soll so sein, und so ist es auch bei unserer Grenzkompanie, dass es das Miteinander, das Zusammenwirken, das ist wichtig. Es darf zum Beispiel nicht so sein, dass Streitereien auftreten oder Unstimmigkeiten. Auf jeden Fall ist wichtig, dass eine Zusammenarbeit da ist, dass man sich untereinander versteht. Ja, wie eine große Familie, will ich mal sagen. Draußen sind die Posten auf sich gestellt.
Sie tragen Verantwortung und eine Waffe. Scharfe Munition. Und doch sind Sie nicht allein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen sind im Dienst und haben Arbeiten abzusichern im Schutzstreifen. Naja, da kommt man auch mit der Grenzbevölkerung mal ins Gespräch, zum Beispiel mit der LPG oder mit Forstarbeitern. Und da unterhält man sich auch mal so über dieses und jenes, wie es mit denen ihre Arbeit läuft, wie es bei uns im Dienst aussieht. Naja, oder wenn wir jetzt mal im Ausgang sind, gehen wir auch mal in die Gaststätte ein Bier trinken. Und da setzt man sich mit den Leuten mal an einen Tisch und unterhält sich mal. Das ist manchmal ganz lustig. Hier wird eine geschätzte Form des Miteinander praktiziert. Auch Dienst geht durch den Magen. Erstens kommt da, fühlt man sich, als wenn es die eigenen Kinder sind. Und dann sind sie auch immer höflich und nett, hilfsbereit. Es gibt auch andere Gründe, aber die sind selten. Aber sonst im großen Ganzen gefällt mir es hier sehr gut. Also ich würde nicht wieder Arbeit haben. Die ganze Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Da wird man eingeladen. Kriegst mal gleich deinen Stuhl, komm her, trinkst mal einen mit. Wirklich? Dann laden sie einen auch direkt ein, mal abends zu kommen, kommst mal mit, gehst du uns aus, in den Ausgang. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden. Eine Aufgabe unter vielen für Oberfähnrich Lühl, Hauptfeldwebel der Kompanie. Gesellschaftliche Arbeit ist für ihn als Berufssoldat eine normale Sache. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Patenschule. Erst einmal muss man sich sehr, sehr gründlich auf die Sache vorbereiten. Denn die Kinder stellen einem manchmal Fragen, auf die man gar nicht gefasst ist. Das verspürt man ja im eigenen Leibe, denn wenn man selbst 4 Kinder großgezogen hat, ne, 2 haben schon ausgelernt und der eine geht jetzt in die 9. und der andere in die 6. dann auch die haben Fragen gehabt, ne, und Probleme. Und so geht man auch die Arbeit mit den Kindern, die wir hier betreuen, heran, damit manche Sachen nicht so steifes Verhältnis drin ist, ne? Ach, dort geht das nur militärisch zu, ne? Sondern die sollen ja dabei auch eine gewisse Freude daran haben, ne? Genosse Lüß und die Soldaten brauchen die Fragen der Kinder nicht zu scheuen. Sie haben Antworten. Die Kinder sind stolz auf ihre Freunde. Ihre Schule trägt den Namen eines ermordeten Grenzers, Hauptmann Rudi Arnstadt. Ihm zu Ehren dieser Lauf. Ich möchte fast sagen, dass die Grenze gekommen ist. Das war, dass die LPG gegründet worden ist. Das war für uns auch, zuerst waren wir schon nicht so zufrieden. Ne? Man hat gedacht, wie mag das gehen. Aber heute stellt man doch fest, dass das sehr gut war. Warum? Wir haben halt früher mehr müsst arbeiten. Sagt Rosa Streng, der noch heute 72-jährig keine Arbeit zu viel wird. 8 bis 9 Stunden arbeitet sie täglich. Mitglied der LPG, stellvertretende Gruppenleiterin einer Feldbaubrigade. Auch als Heimatdichterin ist sie bekannt. Weil ich so schnell arbeite, sagen sie mir, ich wäre Hirsch. Die Leute sagen mir, ich will nicht mehr sehen, wenn die Rosa nicht mehr in Ummerstadt ist, wie das weitergeht. Weil ich so vielerlei mache. Ne? Ja, ich mache einen Kirchendienst, das werden sie ja nicht hören wollen. Und was noch? Und dem bleibe ich treu. Mhm. Und ich habe auch in der Gemeinde mitgearbeitet, beim Bürgermeister. Geboren wurde Rosa Streng drüben in Coburg, als es noch kein Drüben gab. Ihr Zuhause ist jetzt hier.
Nun, das ist freilich jetzt mein Zuhause. Ich habe ja 50 Jahre hier gelebt und gearbeitet und geschafft. Ne? Das ist jetzt mein Zuhause. Also für ganz möchte ich nicht wieder nüber, wenn mir die Wahl gestellt würde, ich soll wieder ganz heimtätig ablehnen. Fühlen Sie sich ein bisschen auch mit der Republik, in der Sie jetzt leben, verbunden? Ja, noch freilich, die hat ja auch für uns gesorgt und geschafft. Wie ich schon vorhin gesagt habe, bei bekämen den Renten. Früher haben die Alten keine Renten gekriegt, wir mussten die Alten erhalten, ne? Da hat kein Mensch Renten gekriegt. Norbert Pförtner ist nach seiner Dienstzeit als Grenzer hier hängen geblieben, wie man so sagt. Als Vorsitzender des Gemeindeverbandes geht im Heldburger Ländle kaum etwas ohne ihn. Es ist ja nicht bloß der Schutz oder die Ökonomie, sondern wir leben hier zusammen und wir müssen, oder wir stellen uns auch die Aufgabe, die jungen Menschen, die Grenzer sind die meisten jungen Menschen, dass sie auch hier angenehmes Leben in anderthalb Jahren oder zwei Jahren, oder wenn sie eben hier dienen haben. Und wir gestalten gemeinsam Volksfeste, wir haben gemeinsame sportliche Veranstaltungen. Ja, die Grenzer sind sogar integriert, die Sportmannschaften, die spielen zum Beispiel in Heldburg in der Fußballmannschaft mit, um mal so einige Dinge zu nennen. Und wie heute hier bauen wir zu Ehren des Jahrestags der Republik ein großes Volksfest auf. Nun, das wird auch gemeinsam gefeiert. Und die Grenzer feiern nicht nur mit, muss ich auch dazu sagen, sie sind auch unmittelbar beteiligt beim Aufbau, bei der Gestaltung. Sie übernehmen Selbststände und so, dass wir also wirklich gute, so schätze ich zumindest, eine gemeinsame Aufgabe lösen. Die Grenzer werden zum Fest erwartet. Sollte allerdings eine besondere Lage eintreten? Die Vorbereitungen lassen Großes ahnen. Schwein muss man natürlich haben. Ein erster Schluck auf gutes Gelingen. So. Es ist gut feiern, wenn man sich kennt, sich versteht und gemeinsame Aufgaben hat. Alltag im Heldburger Ländle, bestimmt von der Notwendigkeit einer sicheren Staatsgrenze. Das ist der Gipfel in der Republik, der unterste Zipfel. Es ist bei uns frei richtig schön. Besser haben wir es gekriegt durch die LPG. Wenn man so durch die Straßen schaut, gar viele Häuser sind renoviert und ausgebaut. Das schöne Fachwerk von Haus zu Haus ist bekannt schon weit über unseren Kreis hinaus. Und Geld gibt es genug, das ist frei wahr. Da machen wir nicht mehr dran denken, wie es früher war. Wir fühlen uns hier wohlgeborgen und können schlafen ohne Sorgen. Denn wir werden bei Tag und Nacht von unseren Grenzen beschützt und bewacht.
Überhaupt kann man sich unser Stadler ohne Grenze nicht gedenken. Denn gar mancher hat hier schon sein Herz verschenkt. Wir haben doch auch ganz schöne Mädel da. Und wenn die einen Mann kriegen, da sind sie auch recht froh. Und für unser Städtler ist es sehr gut, es kommt doch rein ein bisschen frisches Blut. Sind wir allen bei der Arbeit am richtigen Ort, haben auch die Grenze für uns stets ein freundliches Wort. So ist es gut, so soll es sein. Ein Miteinander soll uns alle vereinen. Na, hat sie das schön gemacht? Ja, schön hat sie es gemacht, Frau. Ja, kriegt sie nur einen Kuss oder? Na ja, das war früher, das kann man noch nie mehr. Oh.